Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie heute sehr herzlich aus Jerusalem, der Stadt des Friedens. Seit 1980 wurde hier in Jerusalem die internationale christliche Botschaft Jerusalem als ein Zeichen der Solidarität mit Israel und dem jüdischen Volk gegründet. Seither vermittelt die ICJ Millionen von Menschen auf der ganzen Welt die biblisch-prophetische Bedeutung Israels und des jüdischen Volkes. In Israel leben noch ca. 170.000 Menschen, die den Holocaust überlebt haben. Ein Drittel davon unterhalb der Armutsgrenze. Das Kernstück der internationalen christlichen Botschaft ist die Arbeit unter bedürftigen Holocaust-Überlebenden. Mein Name ist Sarah Samir. Ich bin im Januar 1928 geboren. In Schlesien. Jetzt ist es Polen, aber damals war es Deutschland. Gottfried Bühler macht sich heute auf den Weg von Jerusalem nach Haifa zu Sarah Samir. Sie ist eine Bewohnerin des Altenheims für bedürftige Holocaust-Überlebende in Haifa, das die ICEJ gemeinsam mit einer israelischen Hilfsorganisation unterhält. Häufig bekommt Sarah Post und Geschenke von Freunden aus aller Welt. Auch Gottfried hat einen persönlichen Gruß von Unterstützern aus Deutschland im Gepäck. Viele Menschen unterstützen die Holocaust-Überlebenden und halten auch persönlich Kontakt. Ein Gruß aus Deutschland. Besten Dank. Ich bin heute mit einer ganz außergewöhnlichen Dame zusammen und sie ist bereit, ihre Geschichte zu erzählen. Ihre Geschichte ist einzigartig. Sarah wird 1928 in Brieg bei Breslau in eine religiöse jüdische Familie geboren. Sie heißt damals noch Ilse Böhm. Ihr Vater war Rechtsanwalt. Als die Nazis an die Macht kommen, ist sie noch ein Schulmädchen. Wie ich in die Schule kam, da war schon Nazi-Regierung und da war schon Antisemitismus. Wie haben Sie das erlebt, Antisemitismus? 1942 fing das dann an mit dem gelben Stern. Anfangs habe ich das getragen, auch in die Schule. Ich habe mich nie geschämt als Jüdin. Damals aber. Später wurde es dann gefährlich, ja? Man hat Leute auf der Straße verhaftet. Alles war gefährlich. Zu Hause zu bleiben, da kamen sie auch nach Hause. Ich sah nicht besonders jüdisch aus und später habe ich den gelben Stern nicht mehr getragen. Warum? Weil es gefährlich war. Und dann kam 1938 die Kristallnacht und das habe ich gesehen, das habe ich erlebt mit sein und da habe ich verstanden, dass Deutschland keine Heimat mehr ist für mich. Ich habe gesehen, den Schaden. Alle jüdischen Geschäfte hat man zerbrochen, alles. Deswegen nannte sich das Kristallnacht. Und am nächsten Tag wurden jüdische Männer verhaftet. Und mein Vater kam nach Buchenwald ins Lager. Sarah denkt, sie wird ihren Vater nie wiedersehen. Doch er schafft das Unmögliche. Aber von dort wurde er befreit nach einer gewissen Zeit, ungefähr nach 2-3 Monaten, unter Bedingung, dass er mit seiner Familie sofort Deutschland verlässt. Die einzige Chance, die Sarahs Vater jetzt noch sieht, ist die Flucht ins Ausland. Mein Vater, der wollte flüchten nach Südamerika, nach Chile. Mit der Familie, das heißt meine Eltern, mein Bruder und ich und noch eine Schwester meiner Mutter. Die Papiere kamen nicht. Und da sind wir dann geflüchtet, illegal geflüchtet,
nach Belgien. Denn es war schon gefährlich. Also das, sonst hätte man ihn wieder verhaftet und nicht mehr entlassen. Und vielleicht auch uns. Die Familie muss fliehen. Und plötzlich ist Sarah ein illegaler Flüchtling. Wir kamen nach Belgien mit leichtem Gepäck. Das große Gepäck, das war gelagert in Bremen, im Hafen. Und das sollte nach Chile geschickt werden. Aber wir bekamen nicht die Papiere. Also, und in Belgien Flüchtlinge ohne Arbeitserlaubnis und anfangs ohne Aufenthaltserlaubnis. Wo haben Sie da in Belgien gewohnt? Erst in Antwerpen. Aber dann, wie der Krieg ausgebrochen ist und wieder in Deutschland, Belgien, Holland und Frankreich erobert hat, viele sind geflüchtet, von Belgien auch Nichtjuden, nach Frankreich. Wir sind geblieben in Belgien. Dann hat man meinen Vater verhaftet als Deutscher, als Feind, als Deutscher. Also uns hasste man. Wir hatten schon nicht deutsche Nationalität. Juden hat man das denen entzogen, ja? Wir hatten das nicht mehr, aber wir waren Deutsche. Und erst dann hat man uns auch die Familie aufgenommen. Und nachher hat man uns, meine Mutter und uns entlassen und meinen Vater hat man behalten und dann ihn ins Lager in Südfrankreich geschickt. Dort ist er gestorben. Sarah muss den Tod ihres Vaters verkraften. Doch für sie bietet sich unerwartet eine neue Chance. Wie kam es dazu, dass Sie zu einer anderen Familie gekommen sind? Das ist alles Wunder, Wunder. Ein Bote überbringt Sarahs Familie eine überraschende Nachricht. Eine belgische Familie erklärt sich bereit, Sarah bei sich aufzunehmen, ihre Herkunft zu verschleiern und sie so vor der Deportation zu schützen. Weil sie ein Mädchen war und mit ihren blauen Augen und blonden Haaren nicht sehr jüdisch aussah, dachte die französisch sprechende Familie, sie im eigenen Haus verstecken zu können. Also wir haben schwer verstanden, aber wir haben doch verstanden, dass eine Familie interessiert ist, ein junges Mädchen aufzunehmen. Also nur mich, ja, nicht die ganze Familie. Und ob wir einverstanden sind, dann wird er noch mal kommen in ein paar Tagen. In 5 Minuten so eine Entscheidung auf Leben und auf Tod. Ich musste mich aussprechen mit jemandem. Bin ich trotzdem, es gefährlich war, also zu einer Freundin gegangen, die in derselben Lage war, im selben Alter. Und sie hatte auch keinen Vater mehr. Und sie war mit ihrer Mutter und mit einer kleinen Cousine. Und ich habe ihr das erzählt. Da sagt sie, du hast recht, aber ich verlasse meine Mutter nicht. Aber du wirst am Leben bleiben und wir nicht. Die Familie muss sich entscheiden, ob sie Sarah weggibt, um sie dadurch zu retten. Ich war damals noch nicht 15, 14,5. Heutzutage, wo ich Mutter bin, und so, hätte ich gedacht, mit einem fremden Menschen ein 14-jähriges Mädchen zu schicken. Aber damals, das hat meine Mutter, wir zusammen beschlossen, vielleicht, wenn ich draußen bin, dann kann ich euch auch helfen. Und dem Mann haben wir gesagt, komm nicht in 3 Tagen, sondern komm morgen. Vielleicht in 3 Tagen ist es schon zu spät, da findest du niemanden mehr. So ist das. Da haben Sie sich dann von Ihrer Mutter und Ihrem Bruder verabschieden müssen. Ja, aber ganz kurz. Und danach haben Sie beide nicht mehr gesehen? Nicht mehr gesehen. Wie wichtig diese Entscheidung für Sarahs Leben war, erfuhr sie erst viele Jahre später. Sarahs Mutter und Bruder werden deportiert. Wissen Sie, wo Ihre Mutter und Ihr Bruder hinkamen?
Damals wusste ich es nicht. Erst nach dem Krieg hat man das nachgeforscht und hat die Listen gefunden. Die Deutschen haben alles genau nach Listen. Und da kamen die Namen. Ich wusste nicht, in welches Lager. Ich wusste auch nicht, dass es kein Arbeitslager ist, sondern ein Vernichtungslager. In welches Lager kamen wir? Auschwitz. Nach Auschwitz. Ein genaues Datum ist nicht da. Aber wenige hat man zur Arbeit gegeben und die haben die eine Nummer. Aber diejenigen, die gleich ins Krematorium kamen, die bekamen keine Nummer. Sarahs Familie ist tot. Doch das junge Mädchen wird gerettet. Wie war das für Sie, als Sie dann zu dieser Familie kamen? Der erste Moment, was haben Sie da gedacht? Erst da das Zimmer, was ich mir vorbereitet habe, ein Zimmer, andere hat man im Keller. Jüdische Flüchtlinge kamen in Kellern, Scheunen und Ställen unter. Doch Sarah sollte bei ihren Rettern ein normales Leben führen können und sich als Waise ausgeben. Die erste Zeit bin ich dann zu Hause geblieben, bei ihm im Haus geblieben und habe ich geholfen, ein bisschen in der Küche und so, aber nicht viel, weil man hat mich nicht ausgenutzt. Und später hat man mir eine Identitätskarte gebracht, zwar mit meinem Bild, falschen Namen. War das eine gläubige Familie? Streng katholisch. Und was sie gesagt haben, so, das habe ich getan. Und die sind immer in die Kirche, jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Aber die haben mir gesagt, du musst nicht, sondern sie wollten mich überzeugen, aber nicht mit Gewalt. Sarah entscheidet sich, nicht mit in die Kirche zu gehen. Sie möchte jüdisch bleiben. In der Kleinstadt fällt das neue Mädchen in der frommen Familie auf. Bald ist klar, Sarah ist eine Jüdin. Nachdem sie die ersten Drohbriefe bekommen, sucht die Familie verzweifelt nach einer neuen Unterbringung für Sarah. Man weiß, dass sie eine Jüdin verstecken und innerhalb einer Woche müssen sie die Jüdin aus dem Haus nehmen. Also mussten sie mir schnell einen Platz finden und in einem Erholungsheim für Mädchen. Sarah muss in ein Mädchenheim, damit sie weiterhin vor der Deportation geschützt ist. Und dann kamen Sie in ein Mädchenheim? Ja. Und da hat man mir erzählt, dass eine Freundin von mir auch, eine Jüdin, Hadassah hieß sie, dass sie krank ist. Da habe ich gefragt, was hat sie? Eine leichte Krankheit, eine Grippe oder was? Dann bin ich reingegangen ins Zimmer. Da hat man uns alle untersucht, einen Abstrich gemacht. Ich hatte keine Schmerzen und nichts. Nach 14 Tagen hat man gesagt, du musst sofort ins Büro von der Direktorin gehen. Du bist krank und du musst ins Krankenhaus kommen. Ich bin krank. Es hat sich herausgestellt, es war eine schwere Krankheit. Und damals gab es keine Medikamente, kein Antibiotika. Sarah wird in einem Krankenhaus unter Quarantäne gestellt. Da durfte man das Zimmer nicht verlassen. Und Gäste, die kamen, die durften auch nicht ins Zimmer rein, sondern die mussten draußen stehen. Und so hat man sich gefürchtet vor Ansteckung. Sarah fühlt sich alleingelassen. Die Angst vor Ansteckung ist damals sehr groß. Doch Sarah hofft auf die Hilfe ihrer Pflegefamilie. Ich dachte, man soll der Familie Bescheid sagen, dass ich im Krankenhaus bin. Und dann
wollte man mich nicht zurücknehmen. Das war doch nicht meine Schuld. Sarahs Pflegefamilie kann nichts mehr für sie tun. Sie ist auf sich allein gestellt. Entwurzelt und von ihrer Pflegefamilie getrennt, versucht sie, einen Ort zu finden, an dem sie bleiben und überleben kann. Bei Verwandten findet sie für kurze Zeit Unterschlupf. Doch auch hier läuft sie Gefahr, entdeckt zu werden. Sie versuchen, einen Platz im Kloster zu finden. Aber die Cousine, bei der ich gewohnt habe, sie hat gesagt, ich will das nicht, du sollst nicht ins Kloster gehen. Ich finde für dich eine bessere Sache. Und wirklich eine Schule, ein Internat. Für mich lernen, das war sehr wichtig. Und da habe ich die Zeit ausgenutzt, obwohl ich da war, um mich zu verstecken. Aber wenn, dann habe ich das ausgenutzt, habe ich gelernt. Doch das Verstecken soll bald ein Ende finden. Sarahs Pflegefamilie nimmt erneut Kontakt auf und möchte sie adoptieren. Sarah ist überwältigt, doch annehmen kann sie das Angebot nicht. Bekannte raten ihr, ins damalige Palästina zu fliehen. Wann war das? Wann kamen Sie nach Palästina oder Israel? Nach Palästina im September 1945. 8. September 1945, das war damals, genau, Rosh Hashanah. Ich sehe das an, das ist komisch, aber wie meine zweite Geburt. Mit 17 Jahren ist die Freiheit für Sarah greifbar nah. Ein weiteres Mal macht sie sich auf die Reise in ein neues Leben. Mit vielen anderen Flüchtlingen besteigt sie ein Schiff nach Israel. Sie sind mit dem Schiff hierher gekommen. Das Schiff, wir hatten Glück, das war ein englisches Schiff. Wo sind Sie angekommen? In Haifa. In Haifa. Wo gingen Sie dann hin von Haifa? Wie ging es dann für Sie weiter? Ich war mit einer Gruppe. Ich konnte ja nicht alleine. Und von dort hat man uns in ein Lager geschickt in Atlit. Aber das war kein schweres Lager. Da haben wir einen halben Tag gearbeitet, einen halben Tag gelernt. Nach 2 Jahren hat man uns in ein Kibbutz geschickt. Im später neu gegründeten Staat Israel beginnt Sarahs neues Leben. Hier findet sie endlich eine Heimat, einen Ort, an dem sie bleiben kann. Sie lernt ihren Mann Aser Samir kennen, sie heiraten 1953 und bekommen 6 Kinder. Heute ist sie verwitwet und lebt in Haifa, im Heim für bedürftige Holocaust-Überlebende. Warum glauben Sie, dass gerade Sie überlebt haben? Das habe ich mich und andere auch immer gefragt. Ich weiß nicht warum. Da gibt es keine Antwort. Es kam mal jemand hier, der sagte, er ist sehr bedrückt, hat sehr Angst, dass er bestraft wird. Ja, warum? Er glaubt, sein Großvater war Nazi. Und er hat gelesen, das geht bis in 3. oder 4. Generation. Das heißt, er und auch seine Kinder werden bestraft. Ich habe das auch gelesen, auf Hebräisch. Das ist nicht so. Das ist nur, wenn die anderen weiter Schlechtes weitermachen. Aber wenn sie gut sind, dann werden sie nicht bestraft für jemanden anderen. Das gibt es nicht. Gott ist barmherzig. Ich weiß nicht, ob ich ihn überzeugt habe, aber auch wenn es wahr ist, glauben Sie, dass der Enkelsohn, der Urenkel, bestraft wird dafür? Das ist nicht möglich. Glauben Sie noch an Gott? Ja. Ich glaube an Wunder.
Aber warum ich gerettet wurde und überhaupt ein langes Leben, wer hat so bis 90 Jahre gelebt? Sie lächeln immer und sehen gut aus und strahlen. Wie sagen die Engländer, keep smiling. Für mich sind es jedes Mal außergewöhnliche Momente, wenn ich hier in dem Heim für Holocaust-Überlebende in Haifa bin. Für die Vergangenheit können wir als Nachfahre nichts, aber für die Zukunft können wir etwas machen. Deswegen hat die Internationale Christliche Botschaft Jerusalem zusammen mit dem israelischen Partner hier vor Ort dieses Heim vor mehreren Jahren gegründet. Und dieses Heim ist ein leuchtendes Beispiel dafür, dass wir uns dafür einsetzen können, dass diese Menschen einen Lebensabend in Würde und Frieden erleben können. Und was mich besonders freut, ist, dass es mit der großen Hilfe und Unterstützung von vielen Freunden aus Deutschland möglich ist, hier mitzuhelfen. Wenn wir über ein Zuhause sprechen, ein Heim, denken wir zuallererst an Familie. Und dieses Heim ist tatsächlich für die Holocaust-Überlebenden zu einer Familie geworden. It all started 2010 hat alles angefangen. Shimon Shabak, der heute das Haifa-Heim leitet, betrieb hier in dieser Nachbarschaft eine kleine Suppenküche. Er bemerkte, dass Holocaust-Überlebende in seine Suppenküche kamen und sagte sich, wenn es hier bedürftige Holocaust-Überlebende gibt, dann müssen wir ihnen helfen. Er bat uns, nach Haifa zu kommen und zeigte uns ein Apartment, in dem er 13 Überlebenden ein Zuhause geben wollte. Und er fragte uns, kann die christliche Botschaft uns helfen, das Erdgeschoss dieses Hauses zu kaufen? Ich sah mir das Gebäude an und ich spürte, wie der Herr zu mir sprach und sagte dann, Shimon, warum kaufen wir nicht das ganze Gebäude? Auf dem Rückweg fragte ich mich, ach du meine Güte, was habe ich nur getan? Wie sollen wir denn jemals das Geld dafür zusammenbekommen? Ich flehte zu Gott um Hilfe, denn wir hatten nur 5 Monate Zeit, diesen Betrag aufzubringen. Für mich persönlich war es dann das größte Wunder mitzuerleben, dass uns unsere Spender innerhalb von 2 Wochen so viel Geld überwiesen, dass wir das Gebäude tatsächlich kaufen konnten. Innerhalb dieser 5 Monate konnten wir dann sogar ein zweites Gebäude erwerben. Ich sehe, dass Gott hier seine Hand im Spiel hat. Ohne die Zusammenarbeit zwischen der christlichen Botschaft und meiner Organisation wäre dieses Heim nie zustande gekommen. Was hier passiert, ist wirklich ganz wunderbar. Besucher kommen hierher und hören, dass Christen dieses Heim ermöglichen, es erhalten und hier freiwillig mitarbeiten. Es wird ihnen bewusst, dass es möglich ist, die Geschichte in eine positive Richtung zu verändern. Die christliche Botschaft ist für die gesamte Christenheit hier ein sehr positives Beispiel. Wir können sehen, dass dieses Heim seinen Bewohnern ein Stück innere Heilung schenkt. Es hilft ihnen dabei, mit ihrer Vergangenheit in einer positiven Art und Weise umzugehen. Mich als Deutschen macht es sehr demütig, dieses Heim zu erleben. Ich komme aus dem Land, das das dunkelste Kapitel der jüdischen Geschichte geschrieben hat. Doch heute hier zu sein und zu erleben, dass wir eine neue Seite aufschlagen können in unseren Beziehungen zum jüdischen Volk, das bewegt mich sehr. Überlebende aus dem ganzen Land bewerben sich um einen Platz hier im Heim für Holocaust-Überlebende. Doch das Traurige ist, dass wir vielen von ihnen sagen müssen, wir haben leider nicht genug Finanzen, um das Heim zu erweitern und mehr Leute aufzunehmen. Meine Vision ist es, dass wir in den nächsten Jahren das Heim so erweitern können, dass wir vielleicht 200 Menschen hier ein Zuhause geben können. Thank you.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieses außergewöhnliche Altersheim wird maßgeblich von der ICEJ finanziert, mit Spenden von Christen aus dem deutschsprachigen Raum. Jedes Mal, wenn ich in Haifa bin, sprechen mich diese wertvollen Menschen an und teilen mir ihre Besorgnis mit. Sie sagen, wenn wir nicht mehr da sind, dann wird die Welt den Holocaust vergessen und leugnen. Deswegen gibt es Faszination Israel. Wir haben schon sehr viele Zeitzeugenberichte aufgezeichnet. Sie können diese gerne in unserer Mediathek nachschauen. Faszination Israel bekommt keine Mittel aus öffentlicher Hand. Wir sind auf Spenden angewiesen. Und darf ich Sie bitten, helfen Sie mit, dass Geschichten wie diese nicht vergessen werden und der Nachwelt erhalten bleiben. Ganz herzlichen Dank dafür. Schön, dass Sie heute wieder dabei waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen und ich verabschiede mich von Ihnen mit einem herzlichen Shalom.